Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal des TSU Fury Painters. Heute stelle ich euch einen Zug vor, der mittlerweile in Deutschland bestimmt sehr bekannt ist, und zwar geht es um den Intercity 2. Doch heute mache ich ein kleines anderes Video, denn ihr seht im Hintergrund, es stehen schon drei Züge parat. Und zwar handelt sich hierbei um einen kleinen Vergleich, denn wie ihr wisst, hat der liebe Ne einen Intercity 2 von mir hochgeladen, der direkt vor uns steht. Der in der Mitte steht, der ist jetzt tatsächlich dem einen oder anderen bestimmt auch schon bekannt, der immer im Creators Club unterwegs war, und zwar ist dieser in der Mitte von Cat Gaming. Und ja, ganz links steht meine Variante. Also wir haben einmal den IC2 von Ne, den IC2 von Cat Gaming und meinen Intercity 2. Bevor ihr euch fragt, diese beiden sind privat, sind für mein Firmenunternehmen. Dieser ist von der Deutschen Bahn. Das bedeutet, ihr müsst euch hier bei dem nur die Logos und ein paar Zahlen ändern im Kopf. Wie gesagt, hier KFL, hier KFL und hier ist Deutsche Bahn. Wie gesagt, ich schaue mir mal heute die drei Repaints an. Ich kenne den Intercity 2 mittlerweile schon sehr gut. Er fährt in Köln alleine in viele verschiedene Richtungen, in Dresden, Magdeburg, Leipzig, Halle, Emden zum Beispiel fährt er jetzt mit 147ern. Und wir schauen uns, wie gesagt, heute alle drei mal an. Wir fangen links an mit meinem. Den habe ich jetzt hochgeladen. Da war, also der ist schon länger hochgeladen worden. Der ist vor meinem, ja, Kurzurlaub passiert. Den habe ich vor meinem Kurzurlaub in der Schweiz hochgeladen. Es handelt sich hierbei um die Lok 146552-5. Die Prüfziffer ist sogar original. Und tatsächlich fehlt mir, sehe ich gerade was? Ah, ich habe da gedacht, ja, okay, das liegt aber in der Air Limit. Ich habe nämlich hier so ein paar Details vergessen. Das wird noch gefixt. Wie gesagt, das ist die Variante von DB Fernverkehr. Ne, es ist halt natürlich die Dresden von dieser 146, wie gesagt, diese. Ah ne, doch. Ist doch hier drauf, ist ja hier vorne ja nur, ist ja immer noch auf einer Seite. Von der Lok sind auf einer Seite. Dann habe ich nicht gesagt, dann egal. Das ist die Variante Dresden-Riesa. Also alle drei Garnituren sind Dresden-Riesa. Dann schauen wir uns den ersten Wagen dahinter an. Das ist natürlich im Intercity 2 ein reiner, ich glaube, erste Klasse. Muss ich jetzt das Fahrradabteil wegdenken, da hoffe ich mal, kommt irgendwann mal ein neuer Intercity 2, also mal ein endlich vernünftiger Intercity 2, dann haben wir hier unten nämlich auch keine Fahrradstellplätze mehr, sondern einen ganz normalen, durchbegehbaren Duster. Wie gesagt, ich habe wieder ein bisschen inspiriert vom Original. Wie gesagt, der Original hat das, ich glaube, hier hinten oder so, das WLAN-Symbol, da habe ich mich aber auch so ein bisschen dran gemacht. Das ist, wie gesagt, die erste Klasse, wie gesagt, die B-Logo, ne? Wagen 1. Dann hier unten die Beschriftung. Falls ihr euch fragt, warum steht hier 87.3? Ich habe mich tatsächlich an dem Original Dosto dran gehalten. Also es ist jetzt nicht ein 668er, glaube ich, sondern ein 780er Dosto. Der Detailgrad ist sehr hoch. Also ich glaube, hier sind fast 800 Layers drauf und ich habe das ganz, ganz kleine Gefrimsel hier nicht drauf gemacht, weil sonst hätte man das nicht lesen können. Aber wie gesagt, ist alles DB Fernverkehr, Gewichtszulassung, verschiedene Bremsarten sind drauf, die Untersuchung ist auch drauf. Da habe ich mich tatsächlich von dem normalen Dosto, hier habe ich das übernommen, weil das fand ich halt besser. Auch hier das mit dem Wagenteil und den Mannequins hier habe ich auch gut nachgebaut. Dann gehen wir zum zweiten Wagen. Wie gesagt, da stand jetzt hier Wagen 5, hier steht jetzt Wagen 4 und auf den anderen beiden Mittelwagen steht auch Wagen 4.
einfach halt Repaints auch irgendwie mal meinen Speicher fressen momentan, und deswegen habe ich einfach Wagen 4 gemacht, und das ein bisschen realistischer, ein bisschen unrealistisch ist, aber hey. Auch hier ist es wieder ein 780.3, weil das ist aber der 87. Das ist der 87. Das hier vorne und hier hinten ist der 780, und das ist ein 766er Steuerwagen. Wie gesagt, bei dem hat sich hauptsächlich nur hier oben die Zahl, hier die Zahl, hier unten das geändert, sonst ist alles beim gleichen gewesen. Ne, auch hier die UEC ist auch gleich geblieben. Ich habe gesagt, ich habe mich hier an den Dresden dieser Doppelstockwagen einfach orientiert. Ne, hier beim dritten Wagen ist es auch, beim vierten Wagen ist es auch, und hier beim Steuerwagen ist es dann Wagen 1, zweite Klasse Wagen 1. Hier auch wieder mit dem, ne, weil hier haben die Layers leider nicht mehr gereicht, deswegen aber steht sie vorne dran, nämlich DB Bahn. Weil ich weiß nicht warum, weil hier sieht das irgendwie aus, wenn ich das auf die Wagen mache, irgendwie so sehr pixelig aus. Und hier sieht man es ja, hier sieht es wenigstens noch ein bisschen einigermaßen schön aus. Aber wie gesagt, hier Wagen 1, zweite Klasse, 100 bis 180, 10 bis 20. Ne, auch hier ist es jetzt der 766.0, nicht der Punkt 2, sondern der Punkt 0. Auch hier wie im Original, hier durchgestrichen. Hier steht das WC. Hier auch die ganzen, hier auch dieses ganz kleine, kann man so ein bisschen erkennen. Ja, auch hier DB Bahn. Und hier halt noch ohne Taufnamen. Also ich habe noch einen Steuerwagen von der DB-Variante mit dem Namen Hagen drauf. Den habe ich schon mit Freund Dennis gemacht. Da steht hier oben noch schön dran Hagen. Das heißt, ihr könnt euch entweder die neutrale Variante mit dem hier holen, oder ihr sagt mal, hey, ich habe mal Bock, den IC Hagen zu fahren. Also den Taufnamen Hagen zu fahren, dann kann man den so machen. So. Dann gehen wir zum nächsten. Und das hier ist der von Cat Gaming. Und dieser hatte mir den in den, ja, auch vor dem Schweiz Urlaub gemacht. Und wir haben hier natürlich die etwas bessere Variante, weil wenn man allein hier diesen Vergleich sieht, ne, Steuerkopf, das ist bei mir tiefer als bei ihm. Ja, das ein bisschen höher gemacht. Hier der Übergang ist ein bisschen smoother noch bei ihm als bei mir. Hier ist hier unten so eine kleine Beule drin. Aber er hat hier ein bisschen kleiner gemacht, die Details. Man kann sie aber erkennen. Tatsächlich hat er hier auch die standardmäßigen Details vom Dresden-Riesadosto gemacht. Also auch hier wieder 766.0. 160 zugelassen. Ist natürlich richtig. Deutsche Bahn ist auch richtig. Auch hier das. Man sieht halt wirklich sehr schwer, deswegen habe ich das sein gelassen. Aber bei ihm kann man es ein bisschen erkennen. Gehört natürlich unserem Privatbesitz, GFL. Auch hier das ist schön lesbar. Auch hier die Piktogramme eigentlich noch gut erkennbar. Und wie gesagt, hier, das Repaint hat er am Geburtstag gemacht, ne, am 13.05.24. Alles schön erkennbar. Ne, auch hier wieder Wagen 1. Vor allem bei ihm hat er das Logo hier ein bisschen rundlicher gemacht, was mir auch sehr schön gefällt. Hier hat er statt diesem großen Wagen drei kleine einzelne Wagen gemacht, finde ich auch richtig cute. Er hat natürlich wie bei mir, ich sehe hier dieses DB Bahn. Das hat er jetzt beim KFR nicht gemacht, weil es ist ja kein Originalfahrzeug mehr. Ist ja jetzt Privatbesitz. Hier haben wir statt Wagen 4 Wagen 3. Auch hier wieder das gleiche. Ne, D Deutschland, KFL, dann die ganze Beschreibung. Natürlich auch wieder KFL, sehr schön. Ne, dann geht es zum dritten Wagen. Also jetzt im eigentlichen Sinne dritten Wagen. Brauche ich eigentlich nicht zu sagen, ist wie der nächste Wagen auch. Ne, ist auch hier der gleiche Wagen wieder. Dann haben wir hier den, ja, erste Klasse Wagen. Bei der KFL ist es allerdings, wir haben beide Varianten. Wir haben mit erste Klasse, wir haben aber auch reine zweite Klasse Intercities. Weil diese sollen ja eigentlich die, da könnt ihr mich jetzt gerne hassen, die eigentlichen Flachpark der Deutschen Bahn ersetzen, nämlich den IC1. Aber auch nur auf Strecken, zum Beispiel nach Dresden und die nach Emden werden die ersetzen. Der Rest bleibt natürlich Standard IC1 Fuhrpark bei uns im Unternehmen. So, wir vergleichen mal die Lok von mir mit Details zu der von Cat Gaming. Zur Verteidigung, er benutzt
die Vorlage vom Fahrzeug selber. Das bedeutet, wenn man jetzt hier guckt, hier das zum Beispiel fehlt, oder hier vorne, hier fehlt was, oder da fehlt was. Das ist nicht richtig, weil wenn man bei mir sieht, hier das zum Beispiel ist bei mir drauf, das ist bei mir auch drauf und sogar hier das ganz klein geschrieben, also dieses Deutsch, Englisch, Französisch und ich glaube Spanisch oder Italienisch, ich bin mir da jetzt aber nicht sicher. Und auch hier diese Kasten habe ich einfach hinzugefügt. Er benutzt, wie gesagt, die Vorlage vom Originalfahrzeug, also von der 146, was DTG hier benutzt. Ne? Hier haben wir zum Beispiel jetzt 5525, hier haben wir jetzt 5566. Ich habe geguckt, die Prüfziffer ist richtig. Ne, hier ist es also hier ist es eine 146 und hier ist es eine 146, weil wir haben bei der KfN nämlich eine 3 vorne dran stehen. Hier ist es nämlich dann eine 3146. 556, das ist auch richtig, die Prüfziffer stimmt nämlich. Und wie gesagt, hier ist natürlich wieder alles das gleiche, nämlich die ganze Piktogramme auch schön lesbar. Ne, Fahrzeug, also die Loks entstanden am 14.05., einen Tag danach. Auch hier alles vorhanden. Wie gesagt, es ist alles vom TSW4-Fahrzeug übernommen worden. Übergänge sind auch sehr schön gemacht. Auch Führerstandsnummern sind drauf. Also auch hier wieder ein schönes Fahrzeug. So, dann gehen wir zum dritten Fahrzeug. Und hier sieht man schon Unterschiede. Man sieht hier einen schönen Grauton. Und das sieht für mich eher nach einem sehr dunklen Lila aus. Ich finde, das sieht hier unten ein bisschen nach Lila aus als auch hier oben. Logo ist natürlich richtig, also KfL hier schön eckig. Aber das ist falsch. Also es sieht hier sehr unschön aus. Ne, man sieht hier, es geht hier wirklich in so zwei Schritten runter, sieht ein bisschen schief aus. Und seit wann hat die KfL ein eigenes Land? Seit wann hat die KfL ein Land? Hier müsste DB dran stehen. Wie zum Beispiel hier. Ne? Hier steht 160 Deutsche Bahn. Gehen wir jetzt mal schnell zu meiner Lok. Gehen wir auch mal hier hinten dran. Hier steht 160 Deutsche Bahn. Das einzige, wo KfL stehen sollte, wäre hier und hier. Aber seit wann hat die KfL denn ein eigenes Land? Egal, wir machen weiter. 160 ist richtig. Revision lasse ich jetzt mal so stehen, weil eigentlich gehören die uns alle MBW. Das heißt, sie müsste mindestens KKN, ich glaube I draufstehen. Ich glaube I war das. Ja. Es fehlt die 3 vorne. Es fehlt die 3 da vorne. Also es ist tatsächlich. Moment mal. Jetzt sehe ich das gerade, der hat die gleiche Nummer. 5566. 5566. Okay, das muss ich. Okay, warte mal. Das sehe ich ja jetzt. Da fehlt eine Zahl. Da fehlt eine Zahl. Da fehlt tatsächlich die 3. Da fehlt die 3 vorne. Also hier kann man es ja noch verstehen, aber da vorne muss die 3 drauf stehen. Hier muss die 3 drauf stehen. Ja gut, da haben wir schon den nächsten Fehler. So, gehen wir weiter. Ja, hier mit den ganzen Details, alles wunderbar. Auch hier der Kasten wurde wieder mitgedacht. Auch bei Cat Gaming hat er auch die Kasten dran gemacht. So, kommen wir zu den Wagen. Wir haben zuerst den erste Klasse Wagen, Wagen 1 bzw. Wagen 5. Sehr schön detailliert. Aber auch hier wieder, ich finde, das ist irgendwie ein bisschen zu platt gedrückt. Also es sieht eher zusammengequetscht aus, so ein bisschen. Weil die Piktogramme kann man zwar ein bisschen gut erkennen, aber hier, man sieht, es ist so ein bisschen platt gedrückt alles. Und auch hier wieder der Fehler, seit wann fahren wir in einem Land mit KfL? Das ist falsch. Also,
Nichts jetzt gegen ihn, aber es sieht aus, als hätte der einfach Copy-Paste gemacht und hat gesagt, ja gut, das sieht dann so aus und kann man so akzeptieren. Das ist kein Hate, aber hier hätte auch DB dran stehen müssen. Ja, ich müsste auch DB dran stehen tatsächlich. Das Logo wiederum sehr gut, das ist halt eckig geworden, das gefällt mir sehr gut. Dann gehen wir zum nächsten Wagen. Ne, hier haben wir wieder zweite Klasse, Wagen 4. Hier sieht eigentlich auch alles okay aus. Bis auf hier ist mal wieder der Fehler drin. Ne, hier ist wieder der Fehler drin. KfL Fernverkehrs AG, sehr unleserlich. Lest also sehr schlecht lesbar tatsächlich. Muss man wirklich schon mal im Auge zusammen gucken. WLAN-Symbol ist da, das ist gut. Da ist tatsächlich dann gedacht worden. Dann gehen wir mal zum, ja, zum dritten Wagen. Der hat den gleichen Fehler auch. Mit dem Land KfL. Wir gehen zum vierten Wagen. Kurz vor dem vierten Wagen. Auch hier wieder der Fehler. So, und jetzt. Lieber Ne, ich weiß, dass du meine Videos schaust. Aber, erstens, du hast hier den Steuerwagen von Cat. Du siehst, es ist hier kein Fehler da. Wie kann dir sowas passieren? Also, jetzt mal for real. Wie kann dir sowas passieren? Solche Grafikfehler. Wie kann sowas passieren? Zumal, seit wann fahren wir in der Schweiz? Seit wann fahren wir in der Schweiz mit einer 46 vorne dran? Das ist noch okay. Aber sowas darf nicht passieren. Das sieht so kacke aus, wenn du diesen Grafikfehler hier drin hast. Deutsche, guck mal, hier hast du es auch falsch. DB D. Und hier steht kein weiteres Land drauf. Warte, wo kann ich das jetzt hier gucken? Hier. So muss das sein. 160 Deutsche Bahn. Und dann steht hier eigentlich, ich glaube, Gewichtszulassung oder so. Ne, so ist richtig. Aber wie kann dir bitte so ein Fehler unterlaufen? Ich meine, wäre das hier okay, aber es ist ja auch hier und hier. Es ist am gesamten Dosto-Steuerwagen. Oder hier, das war auch normal. Und jetzt ist das auch total verzerrt. Man sieht richtig den Grafikfehler hier drin. So im Steuerwagen. Der Steuerwagen ist hier unten auch lackiert. Bei Cat sieht man es wenigstens gut. Bei mir habe ich mir auch die Mühe gegeben zu lackieren. Aber so, das sieht jetzt echt komisch aus, wenn hier die Ecken nicht abgerundet sind. Weil hier oben ist gemacht, das sieht man. Hier oben ist lackiert, aber nicht hier. Das sieht so aus, als hättest du die noch nicht. Guck mal, die Puffer. Weil ich glaube, bei mir, genau, guck mal, bei mir habe ich die Puffer sogar noch lackiert. Hier sind die Puffer lackiert. Hier wurden versucht, die Puffer zu lackieren. Ist halt sehr schwer, da muss man halt wirklich fummeln. Aber das geht halt gar nicht. Das sieht vor allem, das sieht so aus, als würde der Streifen hier hochgehen. Der endet ja eigentlich so, dass der Puffer vor allen Dingen, ihr seht das gerade, guckt mal, der geht hier runter. Das sieht auch schön aus, aber guck mal hier, der wird hier gerade. Und dann macht er wieder so einen Schlenker runter. Der von Cat Gaming, guck mal, geht hier schön runter, fängt hier unterm Fenster an, geht runter, wird schräg, wird gerade und endet am Puffer. Wird noch so ein bisschen gerader vom Puffer und ist Feierabend. So, Logo bin ich komplett zufrieden. Achsenbode sind auch da. Ich wollte gerade sagen, dass IC-Logo Fehler von der Seite, aber dann habe ich es nicht gesagt. So, hier ist kein Grafikfehler drin. Hier ist kein Grafikfehler drin. Hier ist alles richtig. Aber was ist das? Also bitte. Ich habe das erst nicht gesehen, bis ich mir den genau angeguckt habe. Ich denke mir so, was ist das? Also, ich weiß, dass du Repaints machst, aber sowas kann dir nicht oder darf dir nicht unterlaufen. Und das ist ja nicht nur an der KfL-Variante, das ist an der DB genauso. Und du hast ja gesagt, du benutzt das Modpack.
Wir haben hier jemanden auf dem PC, der es auch benutzt und hat diesen Grafikbug nicht. Oder ich, der auf der Konsole spielt und hat diesen Grafikbug nicht. Wie kann dir also bitte so ein Fehler unterlaufen? Und damit noch nicht genug. Schauen wir uns doch einfach mal das Dach zusammen mal an. So, es ruckelt jetzt ein bisschen. So. Was ist das? Was ist das? Also, ich weiß nicht, ob du einfach aus Schnelligkeit gemacht hast, aber hier ist das nur so ein kleines bisschen. Gehen wir jetzt mal auf die andere Seite. Also, bitte. Das ist wirklich schlampig. Das ist schlampig. Ich habe dir dreimal gesagt im Discord, weil wir haben über Discord geschrieben, ich und der Nee. Auf der einen Seite ist es gut, das ist nur so ein kleines bisschen. Dann wird das immer höher und immer höher. Sagst du, nein, das ist falsch. Du musst genau auf eine Höhe. Und dann kommt sowas raus. Also, das geht gar nicht. Also bei aller Liebe, aber ich sehe sogar, guck mal hier. Also, was ist das? Hier Grafikfehler, da Grafikfehler, da Grafikfehler. Und dann auch noch sowas? Das sieht aus, als hättest du hier einfach nur das Dach schräg gemacht. Gucken wir uns mal hier den von Cat Gaming an zum Beispiel. Der ist gerade. Der ist gerade. Auf beiden Seiten ist das Ding gerade. Nur weil das jetzt in der Kurve steht. Aber wenn man mit dem Lineal geht, ist das Ding gerade. Oder zum Beispiel bei mir kann man noch sagen, ja okay, ist halt wirklich nur so ein minimaler Unterschied. Aber ne, man sieht, es ist wirklich nur so ein. Hier ist es sogar gerade. Ne, und hier kann man auch fast. Ja, man sieht, es ist sogar gerade. Der Wagen steht sogar gerade. Aber das ist halt wirklich, ne, das ist halt eigentlich nicht unmöglich. Sowas kann man eigentlich vermeiden. Sowas ist eigentlich vermeidbar. Also, das geht gar nicht. Also, ich weiß, du hast die Mühe gegeben, aber man muss die Fehler doch merken. Es ist ein gutes Fahrzeug geworden, aber die Grafikfehler, die haben mich am Anfang nicht gestört, aber dann wurde es immer mehr. Dann wurde es auch noch immer schlimmer mit den Grafikbugs. Dann hatte ich die Grafikbugs auch noch hier am Wagen oder da am Wagen oder an der Lok. Aber egal, ich will hier nicht groß Kritik schreiben. Ich bin ja auch nicht gerade der Beste im Repainten. Aber sowas darf einem eigentlich nicht passieren. Also solche Grafikfehler. Ja. Das darf, wie gesagt, nicht passieren. Also es kann passieren, ja, wenn man vom PC auf Konsole Mods, oh, ich sag jetzt extra, ich sag schon Mods, Repaints rüberzieht, dass da Fehler entstehen könnten. Aber solche Fehler muss man doch eigentlich merken. Aber ich will jetzt nicht so weit ins Thema greifen. Wie gesagt, das sind die drei, ich sage jetzt mal, Garnituren. Der von Ne ist in der Videobeschreibung im letzten Video von dem IC2 verlinkt. Der IC2 von mir und der von Cat muss ich gucken, ob ich die in die Videobeschreibung packe. Aber wie gesagt, das war jetzt auch erst das erste Video wieder nach 2 Wochen Abwesenheit. Wegen Urlaub in der Schweiz. Ich bin mir da jetzt nicht so sicher. Wie gesagt, sollte einer von euch irgendwie Kritik aufschreiben, kann das gerne machen. Ihr könnt euch ja selber davon überzeugen, welcher von den drei der beste ist. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn ich maybe wieder Neuigkeiten zur nächsten Roadmap habe. Vielleicht kommt da mal wieder ein Video von mir. Denn die Roadmap ist jetzt am Donnerstag, wenn ihr das Video seht, kommt die am 6.6. Und wir sehen uns bis dahin wieder. Bis dahin.